Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich bin sehr gespannt. Wir haben von Domiziana einen weiteren Song. Onlyfans heißt der. Wir haben natürlich alle ohne Benzin 1 Million Mal gehört. Ich glaube, das ist so ein Ding, entweder man hasst diesen Song oder man liebt ihn. Erst mochte ich ihn nicht, so muss ich to be honest sagen. Und dann, ultra der Grower gewesen und ist einfach ein geiles Ding. Gerade so auf Feiern oder Partys im Club, whatever. Das Ding geht ab auf Festivals. Jeder kann das, es ist super nice, vom Vibe her, die BPM-Anzahl passt. Ist ein geiles Ding geworden, ja, ist ein geiles Ding geworden. Jetzt ist natürlich die Frage, One-Hit-Wonder, Fragezeichen, oder geht's weiter? Ich mag eigentlich dieses One-Hit-Wonder-Ding nicht so gerne, aber ich bin halt einfach gespannt, ob sie jetzt nochmal delivern kann. Die Pressure ist hoch, aber ich schätze sie so ein, dass sie das gar nicht so interessiert und sie einfach ihr Ding macht, ihre Kunst macht. Und entweder juckt es sie, aber ich glaube, es juckt sie nicht, wie krass das jetzt ankommt. Sie macht einfach ihr Ding so. Deswegen, ich bin super gespannt. Sie wirkt super sympathisch. Ich habe sie auf dem Splash gesehen. Nicht mit ihr geredet, aber einfach, wie sie da durch im Backstage gelaufen ist und gechillt hat. Sie war super freundlich, sie war richtig, richtig nett und sie war richtig aufgeschlossen und super, super korrekt. Ich kann so von dem, was ich so gesehen habe von außen, kann ich nur das Beste von ihr erzählen, wie sie sich da gegeben hat. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf OnlyFans. Das Ganze ist produziert von Replay, okay? Ich denke mal, der hat auch ohne Benzin produziert, weil der Antwort von ohne Benzin ist ja, ich mache auf Replay, okay? Deswegen, ja, ich bin super gespannt, Mann. Es sieht jetzt schon wieder extravagant und fancy aus, wie wir es eben von ohne Benzin auch schon kennen. Deswegen hören wir mal rein und, ja. Gut, sie hat natürlich die italienische Version hat sie von ohne Benzin auch gemacht, aber ich würde sagen, das ist jetzt der nächste richtige Track, ja? Ich bin gespannt. 2 Minuten, sehr kurz wieder. Sono sola. Oh, ist vielleicht gar nicht auf Deutsch. Ist vielleicht gar nicht Deutsch. Wait a minute, ist vielleicht gar nicht in Germanisch. Also, ich sag's, das Outfit ist schon wieder on point. Musikvideo finde ich nice. Sie hat einen ganz, ganz eigenen Stil. Und den setzt sie auch einfach durch, Junge. Holy shit. Straight out of Star Trek hier. Holy shit, sieht das geil aus. OnlyFans Domiziana. Das erinnert mich so ein bisschen an Blackpink. Blackpink hatte zu How You Like That Comeback 2020 hatten sie so T-Shirts, das habe ich mir auch gekauft, wo der Blackpink Aufzug, das T-Shirt habe ich jetzt leider nicht hier griffbereit, aber der ist auch so in ungefähr dieser Schriftart. Baby, wenn sie mal auf deinem Bildschirm Kurven zucken, hin, fahren und flach. Weißt du nicht, wohin, wer das wird schon? Siehst mich in 2 Jahren auf deiner Karte. Ich hab die Zeit nicht, um zu dir zu gehen. Am Anfang direkt habe ich gedacht, okay, das kenne ich irgendwer. Dieses das kenne ich irgendwer. Wer das wird schon? Siehst mich in 2 Jahren auf deiner Karte. Ich hab die Zeit nicht, um zu dir zu gehen. Hältst mich fest auf deine Memory. Du bist nicht hier und ich bin in Berlin. In Berlin. Hände. Okay, also erstmal, das Musikvideo ist wirklich ganz, ganz, was heißt ganz, ganz crazy, aber ich finde es nice, dass es so super eigen ist, Junge. Allein das Format, alles, die Outfits, die Tänzer, es ist so ganz, ganz eigen, ihr ganz eigenes Ding und das fehlt halt auch, nicht nur in Deutschland, sondern allgemein überall, jemand, der ganz eigen ist, seinen ganz eigenen Stil 100% eigen hat und dafür steht sie erstmal ganz krass, finde ich, ja. Der Beat ist nice. Von dieser hohen Stimme war ich auch schon bei Ohne Benzin nicht so der größte Fan, muss ich sagen. Ich glaube, da war wieder kurz Italienisch und ich kann es nicht sagen. Okay, also es ist auf jeden Fall nicht einfach eine ohne Benzin-Kopie. Das merkt man. Es soll nicht der nächste Clubbanger sein. Was ich aber auch echt sympathisch finde gerade. Wir haben es alle vielleicht ein bisschen erwartet oder irgendwo auch gehofft jetzt. Hier wieder so bam, 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 bam. Aber es ist halt nicht einfach die Formel F, Schema F kopiert und nochmal gemacht worden in einer anderen Farbe. Es ist wirklich eine andere Richtung so, würde ich sagen. Deine Worte machen mich nicht schwach. Es ist aber immer eine Rechnung. Hoffe nicht, dass es noch länger kann. Ich hab die Zeit nicht, um zu dir zu gehen. Hältst mich fest auf deine Memory. Du guarda man und kommt die wieder. Hände.
Also die Hook mag ich, die Hook mag ich. Der Rest vom Song spricht mich nicht so super an, muss ich sagen. Das ist halt nicht so mein Stil. Und trotzdem verbunden, yeah. Glaub ich hab mal nur die Fans. Aber wie du einen von Hände, geh weiter nach unten. Okay, super, super, super interessant aber. Ich mag das Musikvideo sehr gerne. Jetzt sieht sie gerade sehr aus mit den, natürlich mit den langlebigen BX23 zum Beispiel. Super, super interessant, Junge. Hätte ich das als 3-Jähriger gesehen? Spaß, hätte ich das als 14-Jähriger gesehen, hätte ich heute Nacht nicht schlafen können. Directed by Ricarda, ich weiß nicht, warum ich so ein Rich hätte. Ricarda Hen. Schau das gerne an Ricarda Hen und an Replay. Ey, ich muss sagen, ich habe mit was anderem gerechnet. Ich habe echt gedacht, es kommt so ohne Benzin 2.0. Aber umso besser finde ich es, jetzt eine widersprüchliche Aussage, aber umso besser finde ich es, dass mir der Track nicht so super gut gefällt. Weil er meinen persönlichen Geschmack jetzt nicht trifft, aber sie halt nicht dieses 0815-Ding jetzt nochmal macht. Von wegen, oh komm, der Track hat so gut funktioniert, ich mache genau das gleiche nochmal. Das wird abgehen, so, das wird wieder in den Clubs laufen. Nee, sie macht einen anderen Track, der vielleicht ein bisschen mehr in eine andere Richtung geht. Und sie auch schon wusste, das wird vielleicht nicht so krass abgehen, aber sie hat einfach Bock gehabt, den Track zu machen. Und dafür habe ich Respekt, Junge, weil das zeigt einfach aus, sie will Kunst machen. Das sieht man auch am Musikvideo, finde ich sehr krass. Und der Art und Weise, wie dieser Song ist, weil der ist nicht für Playlisten geschrieben, der ist nicht für whatever gemacht. Der ist einfach gemacht, weil sie diesen Song machen wollte, so wie er ist, wisst ihr. Und da habe ich Respekt vor. Deswegen, wie gesagt, ich mochte die Hook. An sich ist das jetzt aber kein Song, den ich mir öfter geben möchte oder werde, weil es einfach nicht meinen Geschmack getroffen hat, so, was ja auch völlig fein ist, Digga. Ich muss jetzt hier nichts abhaten, nur wenn mir das nicht gefällt. Davon bin ich gar kein Freund, deswegen sage ich einfach, ey, hat mir nicht so gefallen, aber ist trotzdem gut gemacht, kann man ja auch offen ehrlich so sagen. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was als nächstes noch kommt. Ich werde sie weiterhin super gerne verfolgen, weil ich sie super interessant finde, weil sie sowas Eigenes hat und wirklich ihren eigenen Stil hat und was Eigenes geschaffen hat hiermit auch. Und da bin ich gespannt, was noch so kommt. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung hier in die Kommentare. Was habt ihr erwartet? Was habt ihr bekommen? Wie findet ihr den Track? Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag heute. Bleibt bitte so fresh und gut aussehend wie immer. Und